Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich nur Reste von Restaurants, Tankstellen, Supermärkte und Getränkemärkte essen. Dies werde ich mit der App Too Good To Go tun, ist kein Placement. Dort bieten diverse Unternehmen ihre Reste für einen recht schmalen Taler an. Man weiß aber im Vorhinein nicht, was man bekommt. Es ist sozusagen wie ein Überraschungsei. Dementsprechend bin ich sowas von gespannt. Ihr solltet es auch sein. Viel Spaß bei diesem wunderbaren Video. Mittlerweile haben wir 13.57 Uhr. Papa hat Hunger. Dementsprechend würde ich sagen, es ist Zeit für etwas Frühstückmäßiges. Das Coole ist ja auch, hier kann man sehr, sehr viele Dinge einstellen. Gehen wir mal auf Stöbern. Einstellung. Was passt perfekt zum Frühstück? Natürlich Backwaren. Vegetarisch oder vegan? Nein, ich glaube nicht. Was soll das? Abholzeit passt. Natürlich die ausverkauften Angebote verbergen. Alles andere wird doch gar keinen Sinn machen. Hä? Warum gibt es überhaupt dafür einen Reiter? What the fuck? Muss man nicht verstehen. Die Geschichte wird sogar von 9 Euro auf 3 Euro reduziert. Rette eine Überraschungstüte mit leckeren Backwaren. Wehe, es ist nicht lecker und wehe, es ist nicht genügen, weil sonst kriege ich so eine Krawatte. Junge. Eine schnieke Tüte. Boah, ich bin so ein Dulli. Ich habe nicht aufs Radar geguckt. Der Umkreis war einfach auf 30 Kilometer eingestellt. Die Backtreff-Filiale befindet sich in Datteln. Es sind einfach 35 Minuten. Naja, mir bleibt keine andere Wahl. Da muss ich jetzt durch. Junge, war das eine wilde Fahrt? Digga, wo bin ich hier gelandet? Hier war ich in meinem ganzen Leben noch nie. Das wunderbare Stück befindet sich genau gegenüber. Wie ihr sehen könnt, bin ich viel zu spät gekommen. Um 14.45 Uhr hätte ich da sein sollen. Mittlerweile schon 15.10 Uhr. Genauso unpünktlich wie damals in der Schule. Ich hoffe, ich kriege meine Tüte noch. Und zwar dieser weite Weg umsonst. Nein. Geschlossen. Paar Sekunden später. Oh, ich habe wohl doch Glück. Ja. Hi, ich habe etwas bestellt über to die go? App. Genau. Ich bringe es. Ja, ich bin leider etwas zu spät. Ich stand im Stau. Tut mir leid. Das freut mich auf jeden Fall. Oh, das alles für mich? Ja. Das ist eine Menge. Vielen Dank. Oder was ist das bitte für eine Ausbeute? Drei Tacken nur. Ich habe mich jetzt hier an so eine dezente Bushaltestelle gesetzt. Schön windgeschützt für optimalen Sound. Mir ist gerade die ultimative Geschäftsidee gekommen. Man könnte so einen kleinen Stand aufmachen, wo man dieses Zeug easy peasy für das Dreifache verticken kann. Hat ihr einen Fuchs bestellt? Checken wir erstmal diese Tüte ab. Mondstange, leicht warm sogar noch. Vollkornbrötchen. Ich habe so einen verschissenen Kohldamm. Rosinenbrötchen, mag ich überhaupt nicht. So eine kleine Schnecke, keine Ahnung, was das ist. Zwar auch mit Rosinen, aber trotzdem geilen Geschmack. Das Frühstück ist sowas von Kohlenhydratlastig. Wahrscheinlich von heute Morgen dafür. Aber noch recht frisch. Mini-Croissant. Tüte Nummer 2. Wieder diverse Brötchen, aber etwas anders als die andere Tüte. Zum Beispiel ein Käsebrötchen haben wir hier am Start. Nice. Das Geilste am Käsebrötchen ist ja der Rand. Wer fühlt es? Like das Video für neue, coole Formate und vergesst selbstverständlich den Kanal nicht zu abonnieren. Was habe ich denn hier entdeckt? Uiuiui. Ich hoffe, der Bratan ist gefüllt. Tatsächlich schon. Schmeckt Marzipan raus und ein wenig Apfel. Apfel darf ich ja nicht essen. Es gibt ordentlich Scheißerei. Und das unterwegs ist überhaupt nicht schön. Naja, wie ich immer zu sagen pflege, alles fürs Format. Auch schon durch. Schmeckt sehr geil. Kommen wir zur XXL-Tüte. Ich hoffe, irgendwas Außergewöhnliches dabei. Leider nur Vollkornbrötchen, Weißbrötchen, die übrigens geil sind. Und so Roggenbräs. Was ich ein bisschen schade finde, dass das Ganze relativ einseitig ist. So belegte Geschichten wären schon nice gewesen. Meine Erwartungen für 3 Euro wurden dennoch sowas von übertroffen. Ich werde mir jetzt hiervon 3 stabile Teile aussuchen und mir den Kopf hauen. 3, 2, 1, let's go. Zeitraffer. Ach, Bruder, das Ganze hat schon gut gesicht. Wieder eine Stunde unterwegs gewesen. Solche Langstrecken sollte man mit einer Supersportler auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die Sitzposition ist sowas von unbequem. Gut, dass ich ein bisschen sportlich aktiv bin. Ansonsten würde ich das Ganze nicht so gut verkraften. Bin jetzt nach Hagen gefahren für genau diesen Laden hier. Der Laden nennt sich Royal Chicken, hat sich sehr, sehr interessant angehört. Ich habe 4 Euro für meine Überraschungstüte bezahlt. Jetzt bin ich mal richtig krass gespannt, was ich erhalte. Ich hoffe einiges an... Hi, ich habe mit der App etwas bestellt. Machst du Video für mich? Zum Glück gibt es hier eine Sitzmöglichkeit, die windgeschützt ist und regengeschützt. Das Wetter sieht nämlich nicht so nice aus. Das ist jetzt das, was ich erhalten habe. Ehrlich gesagt war der Typ gar nicht so freundlich und ich musste meine Aufnahme von drin löschen, sonst hätte es Ärger gegeben. Sollte ich nicht. Ich habe von einigen Leuten gehört, die aus Hagen kommen, dass man wohl nach 21 Uhr hier aufpassen sollte, weil es recht gefährlich ist. Besonders in der Nähe vom Hauptbahnhof. Zum Glück haben wir erst 17.15 Uhr. Ich kann gar nicht einschätzen, was ich hier bekommen habe. Ui, sieht doch gut aus. Reis mit Hähnchen. Richtig geile Bodybuilder-Mahlzeit. Dazu noch ein bisschen Coleslaw und noch ein Dip. Mit dem Chicken wurde aber ein bisschen gegeizt, wenn ich ehrlich sein soll. Erstmal den Reis. Gelben Reis habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Hätte jetzt so eine Curry-Note erwartet, aber
ja, butterig und gewürzt, das nicht erschmecken kann. Schmeckt aber nice. Mal was anderes. Chicken Shawarma Fleisch. Richtig krass orientalische Note. Muss man mögen. Jetzt baue ich mir die ultimative Gabel. Pass auf. Bisschen was davon. Hiervon. Chicken. Reis. Komm, 3, 2, 1, let's go. Zeitraffer. Boah, die Mahlzeit hat mich schon gut gesättigt und zufriedengestellt. Ich fühle mich hier sowas von unwohl, nur dass die Polizei da vorne in der Nähe ist. So kann mir nichts passieren. Ich hoffe, mein Motorrad steht auch noch da, wo ich es abgestellt habe. Jetzt braucht Papa etwas zum Spülen und was Süßes. Und darum habe ich mich schon gekümmert. Steht wieder eine lange Fahrt an. Back in meine Hood Bochum. Wie ihr sehen könnt, bin ich zu dieser Esso-Tankstelle gefahren. Hier habe ich nämlich für 3,70 Euro eine Überraschungstüte vorbestellt. Es steht, hier können verschiedene Produkte aus dem Angebot des Tankstellenshops und oder des Backshops übrig bleiben. Ich hoffe jetzt mal nicht auf trockene Brötchen, denn ich habe sowas von einem Durst. Ich habe heute den ganzen Tag noch nichts getrunken. Richtiges Pappmaul, wie der ein oder andere Smoker jetzt sagen würde. Was zu smoken? Und was Süßes für die Seele kann ich auch gebrauchen. Hallo, ich habe was über die App vorbestellt. Ich kann meine Bestellung erst in 22 Minuten abholen, muss noch kurz Geduld haben. Das ist auch einer der wenigen Dinge, die mich an der App stören, dass man sich nach den Zeiten richten muss, Zeitdruck hat oder man, wie jetzt in dem Fall, einfach gut 20 Minuten warten muss und die sozusagen wegschmeißt. 20 Minuten später. Satz mit X, das war wohl nix. Ich denke, es sind wieder Brötchen only. Hätte nicht wenigstens ein Getränk dabei sein können? Nur eins. Wirklich nur eins. Croissant. Croissant Nummer 2 und Croissant Nummer 3. Schokolade gefüllt. Wir haben 19.05 Uhr. Dafür ist es noch. Was? Was am Start? Ich denke mal, dass von heute Morgen hat sich gut gehalten, so wie meine Oma. Zweite Tüte, es fühlt sich recht länglich an. Ja, der Bruder, der konnte schon mithalten. Es riecht übelst nach Wurst, eine Geflügelrolle und eine Pizzarolle. Überleg mal, ich habe 3 Croissants bekommen, eins davon war gefüllt, plus die beiden Brés für 3,70 Euro, das von der Tankstelle. Regulär hätte man normalerweise dafür locker das Vierfache bezahlt. Also kann ich mich doch zufrieden schätzen. Taste beide einmal an und welche mir besser schmeckt, werde ich mir komplett in den Kopf hauen, denn beide, das wäre too much für die Wampe. Form darf nicht verkackt werden. What the fuck, was ist das für eine Füllung? So einen Geschmack habe ich in meinem Leben noch nicht im Mund gehabt. Wie oft ich früher diesen Bruder hier zu mir genommen habe, dementsprechend sah ich auch aus. Numero uno wird's. 3, 2, 1, let's go. Zeitraffer. Eine Ewigkeit später. Wie ihr sehen könnt, ist es mittlerweile schon dunkel geworden. Ich habe ein bisschen auf der Couch entspannt, die Beine hochgelegt, verdaut. Mittlerweile 21.32 Uhr ist es Zeit für das Abendessen. Habe ich selbstverständlich schon vorbestellt. Ab zur letzten Station für heute. Let's go. Und die Rede war von diesem guten Stück hier. Einer der besten All-Can-You-Eats in Bochum in der Hinsicht asiatisches Essen. Asia Paradise. Ich habe mir hier eine Portion Abendbuffet vorbestellt für 4,50 Euro. Was dich erwartet, rette eine Überraschungstüte mit Leckereien vom Buffet. Wie das Ganze jetzt genau läuft, habe ich keine Ahnung. Falls ich mir selbst was wählen darf, hoffe ich auch, dass ich Gefäße bekomme. Denn die habe ich nicht dabei. Zur Not einfach alles in den Rucksack klatschen. Da sehe ich doch eine Portion. Ich denke mal, das ist ja dann für mich. Kurz auf Personal warten. Vielleicht will das nicht einfach so nehmen. Will ja nicht unhöflich sein. Hi. Ist es für mich? Nervlich! Oh, endlich zu Hause. Was mir heute sehr, sehr stark aufgefallen ist, normalerweise ist es ja so, wenn man ins Restaurant geht, wird man nett empfangen. So ist es üblich. Aber dadurch, dass ich die App benutze, machen die mit mir quasi überhaupt kein Geld. Ich meine, ich trinke nichts und den regulären Preis der Gerichte zahle ich auch nicht. Somit kann ich mir das nur erklären, dass sie fast alle sowas von unfreundlich waren und mich behandelt haben, als wäre ich ein Mensch zweiter Klasse. Außer die Frau bei Backtreff. Die war sowas von freundlich, herzlich. Traumfrau verliebt, heiraten. Ist ein ordentlicher Kollege, bestimmt 700 Gramm. Ehrlich gesagt bin ich aber ein bisschen enttäuscht. Ich habe mich jetzt gefreut auf so eine recht große Tüte mit verschiedenen asiatischen Krimskram. Naja, checken wir mal ab. Hui, sehr viel frittiertes Zeug. Lobenswert, dass hier so viel Auswahl dabei ist. Chicken Nugget. Habe ich beim Asiaten ganz nur nie gegessen. Schmeckt einfach wie bei Burger King. Oder Mc's. Was das hier ist, keine Ahnung. Ich denke mal Fisch. Boah. Wer von euch fühlt auch diese Hähnchenstreifen? Boah, zartes Fleisch. Unten drunter asiatische Bratnudeln. Davon eine ordentliche Menge. Zwirbeln wir was auf die Gabel drauf und ab in die Schnauze. Warum sind die so curry-intensiv? Das fühlt ja gar nicht, ne? Die haben sowas von einem eigenartigen Nachgeschmack. Ich denke, das Ente.
Boah, sehr nice. Mit so einer pikanten Soße. Ich denke, es sind 8 Schätze noch hier drunter. Rindfleisch, Schweinefleisch. Gefällt mir nicht so. Und Hähnchen. Hier ist auch noch irgendetwas Frittiertes, bin mir nicht sicher. Könnte eine Frühlingsrolle sein. Oder auch nicht. Bisschen anderer Vibe. Gefüllt mit Glasnudeln und irgendein Fleisch. Ich meine, für 4,50 Euro kannst du hier in Geld überhaupt nicht meckern. Ich werde mir das jetzt in 0, nichts weghauen. Ich habe sowas von Kohldampf. Und danach gibt es wie immer Feedback zum Tag. 3, 2, 1, let's go. Zeit ab. Lohnt sich diese App? Also ich finde finanziell schon. Die Menge, die man bekommt, auch auf jeden Fall. Nur die Zusammenstellung, die Auswahl lässt an der einen oder anderen Stelle zu wünschen übrig. Ranking auf Platz Nummer 1, der Chickenladen. Auf Platz Nummer 2, die asiatische Keule. Auf Platz Nummer 3, Backtreff. Und auf dem letzten Platz, die Danke. Video war sowas von anstrengend und aufwendig. Nicht nur für mich, sondern auch für mein Motorrad. Dementsprechend würden wir uns darüber freuen, falls ihr das Ganze hier supportet mit dem Daumen nach oben. Und schreibt mir auch lieben gerne in die Kommentare, was für Formate ihr in Zukunft sehen möchtet. Vielleicht werde ich das eine oder andere davon umsetzen. Falls du jetzt neu bist und diesen wunderbaren Kanal noch nicht abonniert hast, tu es jetzt kostenfrei, damit du keiner der weiteren Videos verpasst. Ganz, ganz wichtig. Und falls du mir auf Instagram auch noch nicht folgst, dann solltest du es auch tun. Für ein paar private Einblicke. Ansonsten würde ich sagen, danke für euren Support. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Mal. Peace out.